Mein Gehirn sagt mir, du bist schwul, du kannst alles. Auch Taschen restaurieren. Finger weg von diesen Produkten. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, ich sammle mal kollektiv Trash, aber diesmal nicht Produkte, die ich aufgebraucht habe, sondern Produkte, die meiner Meinung nach so schlimm sind, dass ich sie, so wie sie sind, weggemacht habe, beziehungsweise zur Seite gelegt habe, damit ich sie euch zeigen kann, damit ihr diese Produkte nicht kauft. Und heute haben wir viel, viel Schlimmes dabei. Zuallererst hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht und ihr eine wunderschöne Zeit habt. Mir geht's gut, es ist früh, ich habe Hunger, ich freue mich aufs Frühstück gleich, aber ich wollte das aus meinem Kopf haben. Ich habe die Produkte hier ein paar Tage schon stehen, weil ich sie aussortiert hatte und gedacht habe, nee, ich kann sie nicht mehr sehen, die machen mich nur noch wütend. Nein, natürlich nicht, aber ihr kennt das, das ist meine Meinung. Das sind Produkte, die für mich absolut gar nicht funktioniert haben. Und wenn hier ein Produkt dabei ist, was ihr liebt, was für euch funktioniert hat, dann ist das wirklich genial. Bevor wir loslegen, eine kleine Werbung in eigener Sache. Das mache ich kaum noch, eigentlich gar nicht mehr. Ihr wisst ja, dass ich meine eigene Beauty-Brand habe. Und es gibt einen kleinen neuen Launch. Und zwar hat mich etwas massiv auf Social Media gestört. Ich sehe ganz, ganz viele Leute, die jeden Tag iPads benutzen. Also Pads für unter die Augen. Und ich mache das auch gerne. Aber ich finde es ein bisschen schwierig und so ein bisschen Doppelmoral, wenn man immer sagt, hey, wir müssen, das muss hier nachhaltiger werden und das muss hier nachhaltiger werden. Und dann kauft man sich Pads für 80 Cent, für 99 Cent in der Drogerie, hat nur Müll und da ist nichts anderes drin als Wasser. Und das hat mich wirklich ein bisschen gestört und deswegen dachte ich mir, machen wir das Ganze anders und wir bringen reusable iPads raus. Es gibt nun ganz wenige, weil ich weiß, dass das kein Launch ist, der für viele vielleicht interessant sein könnte. Aber mir war es wichtig, dass ich den Leuten eine Alternative bieten kann, die danach suchen. Und deswegen gibt es jetzt die Reusable iPads von Maggiano. Hier sind zwei Stück drin aus sehr, sehr hochwertigem Silikon. Und die könnt ihr euch unter die Augen legen. Und das ist der Vorteil, in diesen Pads aus der Drogerie ist nichts drin außer Wasser. Das heißt, da ist nicht wirklich viel Pflege drin. Und ihr könnt hiermit einfach die Pflege benutzen, die ihr wollt. Ihr könnt die Beauty Mates Booster nehmen. Ihr könnt eine Augencreme nehmen, die ihr gerne benutzt. Ihr könnt ein Hyaluronsäure-Serum nehmen und habt so wirklich nachhaltig immer dasselbe. Das einzige Stück Plastik ist das hier. Und das ist nicht mal die Hälfte von dem, was anfällt, wenn ihr diese Wegwerf-iPads aus der Drogerie benutzt. Ich habe im Jahr ungefähr, ja, ich habe fast jeden Tag, jeden zweiten Tag, sagen wir mal 150 Stück im Jahr verbraten. Das ist eine Menge an Müll, die man sparen kann. Die könnt ihr hunderte Male wieder benutzen. Und sie halten wirklich gut. Sie halten auch sehr, sehr gut auf den Augen. Nur als kleine Werbung, wer sich dafür interessiert, der kann gerne bei mir im Shop vorbeischauen. Und es gibt auch bald noch was Neues. Da bin ich sehr, sehr überzeugt von, weil es mir super hilft, Gefahren einzuschätzen. So viel dazu, wir starten mit den Trash-Produkten. Einige kennt ihr davon auch schon. Ein Produkt ist hier, was nicht Drogerie ist, aber ich werde gefühlt jeden Tag auf Instagram markiert. Kannst du das mal für uns testen, Maxim? Na klar, habe ich gemacht. Und zwar, und das tut mir tatsächlich wirklich weh, aber ich muss dazu sagen, ich bin nicht die Zielgruppe dafür gewesen. Die GG Cream von Gloria Skincare. Das ist eine getönte Tagespflege, die, und das ist das Ziel, für Haut gemacht wurde, die sehr unter Akne und Pickeln und Rötungen leidet. Die Idee dahinter ist ziemlich, ziemlich gut. Das ist, eigentlich ist das Skincare. Es erinnert mich wirklich eher so ein bisschen an so eine medizinische Creme. Ich habe jetzt nur eine kleine Menge rausgenommen. Die Farben sind auch wirklich gut. Ich habe hier die Farbe Medium, glaube ich. Ja, Medium. Ist eine sehr leichte Pflege, hat auch ein bisschen Deckkraft. Das einzige Problem, was ich damit hatte, ist, wenn ich das nur getragen habe, dann hat sich das nicht so schön verblenden lassen. Also du merkst es schon, wenn du es auf der Hand verteilst, dass es nicht so ebenmäßig auf der Haut ist. Ich muss aber auch dazu sagen, meine Haut, ich habe vielleicht 3 Pickel im Monat. Und dann kann ich nicht ein Produkt bewerten, was nicht für meine Haut gemacht wurde. Ich habe von vielen gesehen, dass sie das wirklich lieben. Ich wollte einfach nur meine Meinung zu dem Produkt sagen, dass es für mich nicht funktioniert hat, weil es mir zu ungleichmäßig war und somit die Deckkraft einfach nicht schön war. Wenn man aber Pickel hat oder Akne hat, kann ich mir vorstellen, dass man das punktuell aufträgt, um gegen die Akne zu kämpfen und dann eventuell mit regulärem Make-up rüberzugehen. Punktuell mit Sicherheit sehr, sehr gut. All over the face war es leider nicht meins. Wir haben das hier und da hatte ich so große Hoffnung drin.
Die No Cosmetics No More Hair Cleanse Shave Rasier Oil. Freunde, habt ihr schon mal eine allergische Reaktion bekommen und ihr sah danach aus wie eine Himbeere, eine Erdbeere, eine Wassermelone und jede Frucht im Universum? Das ist mir hiermit passiert. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Autsch! Hier steht zwar drauf, für die Bikini-Zone und für die Beine. Aber guess what? Das hat mir wirklich alles weggezwirbelt. Alles. Das hat so dermaßen gebrannt. Und das, ne, das ist mir bei dem Einkaufshaul schon aufgefallen. Es ist ein sehr, sehr dickes Öl. Und es ist... Das ist Teebaumöl. Ja, so, hat so ein bisschen was von Teebaumöl. Und wenn du, ne, du musst dich nur, weiß ich nicht, ein paar Tage vorher dumm gekratzt haben. Und wenn das auf eine Stelle kommt, und die Haut hat immer mal irgendeine kleine Stelle, die vielleicht nicht so ganz gut verschlossen ist. Ah, das waren Schmerzen. Das waren wirklich, wirklich Schmerzen in der, nennen wir sie Bikini-Zone. Unter den Armen, das Gleiche. Dramatisch. Es war so schlimm. Vielleicht bin ich auch einfach nur allergisch auf irgendetwas, was hier drin ist. Es tut schon jetzt an der Hand weh. Es brennt. Es tut weh. Es ist alles rot. Du kriegst überall so richtige, wie so Brandblasen habe ich bekommen. Ich weiß nicht, woran es lag. Wahrscheinlich habe ich einen allergischen Schock auf irgendetwas bekommen. Für mich wirklich traurigerweise, weil ich wirklich große Hoffnung hatte. Ich liebe No Cosmetics, aber das war wirklich, oh, ne. Es tut mir jetzt noch weh. Ein Ding, da bin ich euch sehr, 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 sehr dankbar, war ganz lustig. Die Mousson-Creme. Ich hatte die neulich gekauft, habe ich noch nie gesehen. Und ich habe hunderte Nachrichten und Kommentare bekommen. Die hat eure Uroma schon benutzt. Ich habe sie nie gesehen. So, das Ding gibt es schon sehr, 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 sehr lange. Ich hebe die auch noch auf, weil ich ein Video gerade mache mit Vintage-Produkten. Also Produkte, die ich schon seit 1935 gibt, unter anderem die. Die gehört jetzt mittlerweile zu Garnier, aber Tatsache, habe ich, glaube ich, auch von 70 Leuten die Testergebnisse geschickt bekommen von Stiftung Warentest. Ich muss dazu sagen, ich finde es gut, dass wir Produkte testen lassen, ist wichtig, aber ich lasse mich davon nicht so beeinflussen. Aber die Formulierung, also es riecht toll, riecht wundervoll, die Formulierung ist sowas von unclean und wirklich schon grenzwertig mit Inhaltsstoffen, dass ich sage, nee, muss nicht sein. Und mir ist es aufgefallen, ich habe sie im Gesicht benutzt einen Tag und die fühlte sich so schwer an. Also es fühlte sich wirklich wie so eine, du kennst es, wenn du dir ein Stück Plastikfolie auf die Hand legst, so ein Gefühl ist das. Ich weiß nicht, was sie bildet. Sie bildet irgendwie einen Film, der natürlich sehr, sehr glatt ist, aber im Gesicht ist mir das deutlich zu intensiv gewesen. Und war dafür einfach, es ist einfach super grenzwertig formuliert. Und da muss ich sagen, ich verstehe, das ist so ein Produkt, das ist ein Oldtimer-Produkt und das kaufen Kunden und Kundinnen, die schon seit 75 Jahren. Aber 2023 kann man langsam probieren, zumindest ein paar Inhaltsstoffe auszutauschen. Heutzutage ist das super möglich, gefährliche Inhaltsstoffe oder bedenkliche Inhaltsstoffe auszutauschen. Klar, jeder und jeder hat ein anderes Gefühl und jeder hat andere Vorlieben, sind alle sehr beeinflusst, was gefährlich ist und was nicht gefährlich ist, aber das ist schon wirklich, muss nicht sein. Und deswegen, also ich merke auch auf der Hand, es fühlt sich einfach nicht schön auf der Hand an. Viele schwören auf diese Creme. Kann ich verstehen. Ich werde sie jetzt vielleicht als Fußcreme benutzen oder so. Weil dafür kann ich sie mir gut vorstellen. Die hat schon so ein wirklich pflegendes Gefühl gehabt, aber ich glaube, dass es einfach... Es hat mir tatsächlich wirklich das Produkt ein bisschen vermiest, aber Gott sei Dank, weil ich mich einfach sonst... Ich schaue mir nicht zu jedem Produkt die Testergebnisse an, aber als ich das gelesen habe, war ich schon... Ein Produkt, was ihr schon kennt, es passte jetzt aber wirklich hier noch einmal ins Video, ist von Hawaiian Tropic, die Skin Nourishing Facial Milk. Ich liebe Hawaiian Tropic wirklich über alles. Ganz, ganz großartige Marke, tolle Produkte für den Sommer, die geben dir auch dieses Sommergefühl. Also das ist kein Sonnenschutz, wo ich, oder generell die Marke, ist keine Marke, wo ich sage, der vertraue ich den Sonnenschutz an. Das würde ich eher wirklich bei anderen Brands machen, außer bei Hawaiian Tropic. Hawaiian Tropic gibt mir aber dieses Urlaubsgefühl, um zwischendrin mal so ein bisschen Sonnenschutz zu reapplizieren auf den Körper. Die Lichtschutzöle sind toll, es fühlt sich schön auf der Haut an. Du hast ein Gefühl von Urlaub.
Ich finde auch, da müssen wir langsam ein bisschen unter. Oh, ihr merkt, ich bin heute richtig in Wutstimmung. Weil, ja, doch, da reden wir jetzt drüber. Ich finde, es macht so ein bisschen alles, das macht so ein bisschen. Kosmetik ist etwas Aktives, also es verändert oder es beeinflusst die Haut, und etwas Passives, ein Gefühl und dieses. Man fühlt sich gut, man tut sich was Gutes. Und ich finde, dieser Teil wird gerade sehr, sehr stark kaputt gemacht von Skinfluencern. Die haben natürlich Ahnung und ich gebe ihnen dazu 80% recht. Aber nicht jeder und jede im Alltag sieht es so, dass man nur active und ich will die schönste Haut und ich will die beste Haut und ich will dies und das und jenes. Sondern es gibt auch super, super viele Leute, die einfach ein schönes Gefühl haben wollen, die einen stressigen Arbeitstag haben, die ein stressiges Leben haben, denen es vielleicht nicht gut geht und denen diese 5 Minuten am Abend mit ihrem liebsten Produkt ein gutes Gefühl geben. Und das wird denen kaputt gemacht. Und da bin ich wirklich massiv dagegen. Aber das kann jeder und jeder für sich natürlich selber entscheiden. Der Hawaiian-Schutz war leider nichts. Ich habe extreme Pickel davon bekommen. Ich weiß auch nicht, woran es hier lag. Hier ist sehr, sehr, sehr viel Silikon mit drin. Hat bei mir nicht so gut funktioniert. Und Paraffinum Liquidum. Also Paraffinum Liquidum ist Mineralöl, glaube ich. Das ist wie Mineralöl. Hat für mich nicht funktioniert. Sie weißelt sehr. Also wenn du Hautfarbe Mehlschwitze hast, kannst du die am Körper benutzen. Dann sieht man es nicht. Sobald du Mehlschwitze mit ein bisschen Muskatnuss bist, ist schon zu hell. Also nicht so meins. Okay. Weiter geht's. Ich habe viele Produkte, die mir Pickel gebracht haben, nämlich das nächste, und da war ich sehr enttäuscht. Ich war Ende letzten Jahres in Karlsruhe und hatte vor meinem Dreh dort ein bisschen Zeit, einfach um die Häuser zu ziehen. Und ich ziehe nicht um die Häuser und gehe feiern, gehe in eine Bar oder was weiß ich, sondern ich gehe in Parfümerien, ich gehe in Drogerien, ich gehe in Läden, ich gehe in den Bräuninger. Bräuninger ist mein Laden, gibt's hier halt noch nicht. So, und da war gerade diese La Roche-Posay-Hype-Zeit von den Skincare-Produkten. Und da habe ich die Cicaplast Boom gekauft, Panthenol und Madecassoide, was auch immer das sein soll. Ich habe das im Gesicht benutzt, Pickel bekommen. Es gab ein paar aus der Reihe, aus der Cicaplast-Reihe, die mir persönlich nicht so gut gefallen haben. Ich werfe die aber nicht weg, sondern was ich damit mache, weil hier Panthenol mit drin ist, ich knisper, ne? Sieht man hier vielleicht, gestern war ich nervös. Da kann ich das dann raufmachen. Im Gesicht würde ich das jetzt nicht benutzen. Das ist wie so eine Bepanthen-Creme. Ist mir zu schwer fürs Gesicht. Ist auch sehr, sehr speckig auf der Haut. Punktuell mit Sicherheit sehr, sehr gut an den Fingern. Oder wenn du mal wirklich dich geschnitten hast beim Rasieren oder so, könnte das gut sein. Wahrscheinlich hätte ich die sogar gebraucht, nachdem ich hier die Maus hier benutzt habe. Wir hüpfen mal kurz zum Make-up. Und zwar zu Alverde. Und, oh, wisst ihr, ihr merkt es, ich verändere mich so ein bisschen und meine Interessen werden anders. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob ich einfach älter werde oder ob ich einfach. Ich habe ja heute ein anderes Leben, als ich vor 5 Jahren YouTube angefangen habe, ne? Da. Und jetzt interessiere ich mich halt für ganz andere Dinge. Andere Dinge machen mich glücklich. Unter anderem auch Produkte, die mit Liebe gemacht wurden. Zum Beispiel ist mein Steckenpferd gerade handgemachte Kosmetik, handgemachte Seifen, handgemachte Cremes. Einfach aus so kleinen Manufakturen, die wirklich Liebe in ihre Produkte stecken und die dann für mich funktionieren. Und das geht recht nah mit naturkosmetischer Interessen hinterher. So, dann kommt halt Alverde und hat mit auch gute Produkte, ganz, ganz tollen Lipgloss haben die, aber auch viel Quatsch, was für mich nicht funktioniert. Und das ist etwas, wenn, ja, ich habe bestimmt jemanden in der Community, der oder die davon Ahnung hat, die wirklich fokussiert nur Naturkosmetik kaufen. Was ist euch wichtig an Naturkosmetik? Das ist auf der einen Seite mit Sicherheit die Inhaltsstoffe, die sind aber bei vielen Marken schon gut geworden. Und so es gibt ja keine Richtlinien, was ist Naturkosmetik und was ist keine Naturkosmetik, ne? Soll es für empfindliche Haut sein, dann sind hier aber auch Inhaltsstoffe drin, die ich da nicht mit reinmachen würde. So, das ist ein Make-up mit Hyaluron, Hautton anpassend. Wir wissen mittlerweile, dass nichts Hautton anpassend ist. Also da platzt nichts auf, sie riecht und auch die ist super, super schmierig. Du kriegst kein schönes Bild hin, die schäumt schon fast auf, sobald du nur eine Creme drunter hast. Und lässt sich nicht ebenmäßig verteilen. Also ihr seht das jetzt auf die Entfernung nicht, ne? Normalerweise, wenn ich eine Foundation einblende, dann legt die sich schön hin. Hier passiert das nicht. Ich habe hier jetzt meine Foundation und die ist ebenmäßig. Die ist ebenmäßig und die ist deckend. Und das ist jetzt nicht, weil sie
weil sie eine Leichte der Kraft haben soll, sondern weil die Formulierung einfach ganz komisch ist. Und dann ist das Problem, dass sie einzieht in die Haut, die Feuchtigkeit verdunstet und zieht ein. Und dann hast du halt so schmierige Flecken. Ich glaube, ihr könnt das sehr, sehr gut gerade sehen. Und das passiert im Gesicht. Und guess what? Das will ich nicht im Gesicht. Also auch das war für mich leider gar nichts. Ich bin gespannt, was eure Vorlieben und Wünsche bei Naturkosmetikprodukten sind oder bei Produkten, die einfach nochmal einen anderen Wert auf Inhaltsstoffe legen. Was ich halt da nicht... Das ist halt immer das Schwierige, ne? Nee, da kann ich noch nicht drüber reden. Irgendwann erzähle ich euch mal, was passiert ist, als ich kritisiert habe, dass das ein bisschen Greenwashing ist. Ein andermal. Gut, apropos Alverde, Bronzing, Shimmer, Shine. Das ist ein... Ja, ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Das sind so Drops. Eigentlich ist es ein Liquid Highlighter, aber sie sagen, es sind Bronzing Drops. Aber es riecht toll. Aber ganz wichtig, wenn ihr eine dunklere Haut habt, ist das ein toller Liquid Highlighter für euch. Ne? Aber als Bronzing Drops funktionieren die nicht, weil die halt auf der Haut, wenn du sie wirklich so als Liquid Bronzer benutzt, erstmal viel zu schimmernd sind. Viel zu schimmernd. Und es ist sehr, sehr orange auf der Haut, wenn du halt recht hell bist. Was man damit vielleicht machen kann, probieren wir mal, ist seine Sonnencreme. Oh, wir haben immer einen kleinen Hack hier. Wir probieren es aus. Seine Sonnencreme, die weißelt, habe ich neulich gesehen bei Spencer. Eine Sonnencreme, die weißelt, das ist Mehlschwitze, anzupassen mit einem Liquid Bronzer. Nur ein bisschen, damit sie halt nicht mehr so weißelt. Ja. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Ich restauriere gerade eine Tasche. Ein Problem, was ich in meinem Alltag habe, ist, ich habe keine Hobbys. Also, ich habe halt wirklich keine Hobbys. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und jetzt habe ich kein Hobby mehr. So, und jetzt habe ich mir etwas gekauft und das ist eine Tasche, die sehr, sehr teuer ist, wenn man sie neu kauft. Und ich habe sie halt in einem super schlechten Zustand gekauft. Und ich dachte mir, ja, das ist das Problem, was ich habe. Mein Gehirn sagt mir, du bist schwul, du kannst alles. Auch Taschen restaurieren. Ich bin gespannt, ich bin gerade dabei. Bis jetzt klappt es ganz gut. Und ich dachte mir, ich hätte sie so gerne gehabt, aber sie war mir zu teuer. Und dann habe ich sie einfach in einem sehr schlechten Zustand gekauft und restauriere jetzt diese Tasche. Ich habe Sattelseife, ich habe alles und sitze jetzt hier in meiner kleinen Werkstatt und restauriere diese Tasche. Und da musste ich auch... Aber da kommt das Make-up-Thema sehr, sehr nah. Du musst ja auch so ein bisschen mit Farben arbeiten. Und ich habe ein Leder... Ein randomstes Video überhaupt. Ich habe so ein Kit gekauft, womit man Leder reparieren kann. Das kommt aber in... Nicht Grundfarben, aber in Gold, in Dunkelbraun, in Schwarz, in Weiß und in Cognac. So, die Tasche ist aber weder die eine noch die andere Farbe. Das heißt, du musst die Farbe mischen. So sah das gerade aus. Also es hat auch nicht funktioniert. Das fertige Ergebnis seht ihr dann vielleicht, wenn es fertig geworden ist. Oder ich habe sie zum Schuster gebracht, weil ich schwul bin, ich es doch nicht konnte. Gut, gehen wir weiter zum Deo. Das hier, Rexona. Ich liebe das Rexona Deo. Ich weiß, viele waren traurig, als sie diese... Es war so ein Creme, das fand ich immer ganz eklig unter den Armen. Ne? Das hast du so rausgedreht und dann kamen da wie so Würstchen raus. Die Pflege und der Effekt davon waren genial. So, jetzt gab es das. Das war neulich als neu deklariert. Rexona Shower Fresh. Die Wirkung ist gut. Wobei, kann ich nicht sagen, ich stinke nicht. Also ich weiß nicht warum, aber ich stinke nicht. Und ich schwitze auch nicht so stark unter den Armen. Buh, aber das riecht halt, als hättest du dich eine Woche lang nicht geduscht, ne? Ich verstehe die Idee dahinter, diesen Shower Fresh Duft. Aber nee. Und das ist ganz krass, weil ich habe eins von Garnier gehabt mal, dieses Mineral irgendwas. Und das riecht am nächsten Tag auch toll. Ich mag diese geduschten, gepflegten Düfte sehr gerne. Das riecht aber irgendwann so ein bisschen schweißig, so ein bisschen säuerlich. Und es gibt viele Gerüche, die ich gerne mag, unter meinen Armen. Säuerlich ist es nicht. Ich bin einfach wieder bei meinem Barbershop Spraydeo angekommen. Eine Sache, aber da bin ich auch selbst ein bisschen doof, aber... Falls ihr auch manchmal nicht die hellste Kerze auf der Torte seid beim Einkaufen, weil ihr einfach nicht lest, das hier. Das ist von Gatubi, die God Curls Refreshing Curl Cream. Natürlich definierte Locken. Wenn wir uns meinen Kopf anschauen, sind wir uns alle sicher, dass ich keine Locken habe. Und auch
natürlich keine Locken kriegen werde. Ich hatte aber mal eine Zeit, da habe ich sehr, sehr... Ich habe noch zwei Produkte. Ich habe probiert, mir Locken zu machen oder so ein paar Wellen und habe die dann probiert zu benutzen. Aber das ist halt... Ach, ich bin so dumm. Ja, nochmal richtig dumm. Hier steht sogar schon die Lockenintensität mit drauf. Also für mich hat es nicht funktioniert, weil es halt für meine glatten Haare sie sehr beschwert hat. Ich dachte halt, dass man damit gemachte Locken auch fixieren kann. Funktioniert nicht. Geruchstechnisch gut, aber es ist halt sehr, sehr schwer. Und wenn du das vielleicht nur so leicht in die Spitzen knetest, kann das sehr, sehr gut sein. Dafür brauchst du aber wirklich Locken, dass sie die so ein bisschen definiert. Hat für mich nicht funktioniert. Ich dachte, das ist so eine Curl Mousse. War leider ein Flop. Genauso. Und das war auch extrem gefährlich für meinen Kopf. Ich hatte letztes Jahr ja ganz große Probleme mit meinem Kopf. Die Haut, die Haare sind ausgefallen. Ganz, ganz schlimm. Und ich habe wirklich, ich war sehr, sehr verzweifelt und habe viel probiert und hatte das hier gefunden. Das habe ich recherchiert und das war sehr, sehr gut im Internet bewertet. Von Salt House, Totes Meer. Da hatte ich schon mal eine Maske, die wirklich dramatisch war. Da ist aber Urea und Allantoin mit drin und das ist beruhigend und pflegend. Und ich habe das gekauft, habe das auf die Kopfhaut gemacht und es ist nur noch schlimmer geworden. Also auch das habe ich habe es dreimal benutzt, weil ich dachte, vielleicht muss ich die Kopfhaut erst dran gewöhnen. Es wurde von Tag zu Tag schlimmer und ich dachte mir, nein, habe es weggemacht, das kannst du niemandem zumuten. Freunde, heute war sehr viel Wut in den Produkten mit drin, aber ihr merkt es, ne? Das sind auch alles Produkte, die ich selber gekauft habe, wo ich sage, ey, das Geld... Da hätte ich mir ein zweites Lederpflegekit kaufen können. Oder eine neue Zucchini-Pflanze im Baumarkt. Die sind übrigens sehr gut geworden. Okay, Freunde, ich schweife heute völlig ab. Es wird Zeit fürs Frühstücken. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns ganz bald wieder. Passt auf euch auf. Fühlt euch gedrückt. Schaut bei Magiamo vorbei. Tschüss.